Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Starfield. Wir haben damit aufgehört, dass wir hier die Raumstation sauber machen wollten. Und davor die Raumschlacht, die war so semi-geil. Und jetzt haben wir hier diesen zweiten Abschnitt. Aber ich glaube, den werden wir ganz gut schaffen. Mal schauen. Vielleicht nicht gerade entdeckungsmäßig rein. Erstmal schleichen. Nee, Anzug brauche ich nicht. Wir merken... Oh, Moment, da war noch was. Was ist hier drin? Oh ja. Ja, damit. Und lieber Kollege, geh mal bitte einfach nicht ins Schussfeld rein. Das würde ich sehr gut finden. Nice! Oh, geil, Level 12. Oh, da sind noch einige hier. Ja, das war nicht so gut. Ja, scheiße. Er macht schon wieder. Erst mal umsehen. Nice. Ach stimmt, das war ja die Feuerwaffe. Es ist sinnlos, uns besiegen zu wollen. Allerdings. Muss aber nochmal nach hinten bezüglich der Munition. Alter! Scheiße, keine Munition mehr. Was ist denn das jetzt für ein Haufen Punkte auf einmal? Achso, die Spacer, die ich töten soll. Okay, das hilft natürlich. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir nicht mit. Axt brauche ich auch nicht. Oh ja, her damit. Granate. Also Granaten müssten wir jetzt eigentlich richtig viele haben. Da war doch auch noch jemand. Okay, also unter uns ist Party angesagt. Aber sieht überschaubar aus. Kontrollzentrum vielleicht hier? Ich würde sagen, wir arbeiten mit Granaten. Na, wo seid ihr? Shit. Ich brauche Gesundheit. Alter Kollege, mach halt noch mal was, wenn du schon im Weg stehst. War das die Tür, wo wir vorher gewesen sind? Ja. Gut, dann sieht es aus, als wäre es noch einer. Oder halt das Ziel. Nehmen wir mit. Toilette brauche ich jetzt gerade nicht. Das nehme ich mit. Das auch. Okay. Noch ein Aufzug. Den nehmen wir mal gleich. Ich will erstmal nochmal schauen, was wir hier sonst noch so haben. EMP brauche ich auch nicht. Nö. Geh
aus dem Weg. Oh, schlimm, ey. Kiste. Yes. Ja, meine Credits. Ja, Schlüssel habe ich natürlich keinen. Was zum... Ach so, okay. Gut. Das wäre eigentlich noch ein Foto wert, ne? Ach, wir lassen's. Mal sehen, was wir... Okay. Ich hab so ein... Daftel Games Moment. Ekel. Hab zum ersten Mal seit Monaten richtig durchgeatmet. Aber es ist dein Verdienst. Und es liegt an uns, das aufrechtzuerhalten. Es war kein Teamwork, aber ist bei dir eigentlich alles okay? Ja. Du bist mir ja ein Sonnenschein. Die anderen Familien und ich haben für eine Belohnung zusammengelegt. Da will ich mal hoffen. Verglichen viel Geld. Mit dem, was du sonst verdienst, sind das wahrscheinlich Almosen. Aber wir sind nur Farmer und Miner, die über die Runden kommen wollen. Ich... Halt jetzt lieber den Mund. Ich will nicht. Ja. Wag es ja nicht. Ich habe einen guten Ruf zu verlieren. Ja, dann ja mit dem Geld. Wenn du mal in diesem System bist, komm vorbei. Wir werden dir einen unvergesslichen Empfang bereiten. 5000. Warum habe ich das Gefühl, da... Ach ja. Oh, da hinten sind wir auch noch mit jemandem quatschen. Aufzug. Okay. Wo? Why? Warum? Ich glaube, ich muss es einfach nicht verstehen. Möchtest du die Tür öffnen? Das wäre voll super. Dankeschön. Ah, das Ganze von unten nochmal. Geht's jetzt nicht wieder zum Schiff? Ja, Cockpit. Okay, dann wäre das erledigt. Einmal abdocken, bitte. Dann haben wir aber noch den zweiten Kampf. Druck normalisiert sich. Abdocken kommt. Wo war das jetzt nochmal? Aktivitäten. Das Boss ist sicher und wir befestigen ihn. Fliege zum Forschungslabor. Ach nee, das war das schon. Ja, dann gehen wir zum Forschungslager und holen unsere Credits ab. Damit es entsprechend entlohnt wird hier das Ganze. Das, oh wei, hier ist noch was. Und zwar auf Piazza. Reiz an diesem Ort. Was müssen wir denn hier noch machen? Ressourcen verbergen. Oder ist es was auf dem Schiff? Moment mal, wir gehen nochmal dahin. Missionen L. Nee, das war das mit den Kräften. Kräften. Finde eine neue Story. Reise zum gemeinen Außenposten. Das ist eine schlechte Idee. Okay, komisch. Na gut, dann werden wir erstmal zu diesem Forschungslabor hier wieder hingehen. Das war hier. So, dann einmal landen. Belohnung abholen. Ob da jetzt wohl Leute rumgehen werden? Fahrwerk bereit. Runter mit uns.
Ich dachte, wir landen das eigentlich woanders. Hey, warum sieht mir jetzt das so ab vom Schuss? Wir sind nicht direkt da gelandet. Ja, machen wir mal kurz Schnellreise. Hä? Why? Ach ne. Das ist was ganz was anderes hier. Na gut, gehen wir trotzdem mal hin. Nö. Ja, ich gehe schon. Und wir haben Gegner. Geil, weg hier. Alter, echt jetzt? Nein, scheiße. Mann, ich will doch gar nichts von euch. Oh, da vorne ist Spaß angesagt. Habt doch hinter mir ist auch Spaß angesagt. Alter, was sind das für Viecher? Warum müssen das denn immer Spinnenwesen sein? Würde ich mich dem erstmal kümmern? Ach, das macht er schon. Oh, Spacer. Ich muss da näher ran. Du schaffst es schon, Robby. Alter, ich seh nichts. Ja, ich auch. Alter. Habt ihr keine anderen Probleme? Ah, wir brauchen Gesundheit. Das lief mal überhaupt nicht so, wie ich das wollte. Nö, das wird nix. Alter, da hinten verstecken ist einfach arschig. Alter, ich treffe mit dem Team einfach nicht. Muss einfach die Bumme her. Komm, nachladen. Dankeschön. Ja, Gott sei Dank. Sehr gut. Oh ja, nehme ich mit. Ich habe gerade voll den Faden verloren, was das jetzt hier für eine Mission war. Aber wir müssten hier hin. So, moin. Hier hat es wenigstens eine zweite Tür. Ernst jetzt? Er sitzt da einfach mal so seelenruhig. Geh zum Lieutenant. Naja. Guten Tag. Private Mahoney hat gesagt, ihr würdet kommen, aber ich wusste nicht, ob wir durchhalten. Nicht alle haben es geschafft. Aber du bist heldenhaft. Ja.
Das würde ich nie anzweifeln. Mahoney meinte, wir sollten uns verstecken. Wir warten in einer Höhle in der Nähe, bis das alles vorbei ist. Keine Sorge, ich passe auf die Zivilisten auf. So wie bisher? ja gut, dann gehen wir wieder. Hallo, Captain. Wir werden uns später wiedersehen. Wir sehen. Ja, höchstwahrscheinlich. Alter, die KI. So, lass mich mal raus hier. Oh, noch mal ein Medipack reinschmeißen. 20 Mal. Was ist jetzt? Das war alles? Ja, da kann ich ja schnell eine Reise machen. Sprich mit Emma Wilcock. Mal ganz kurz ins Schiff reingucken. Nee, warte mal ganz kurz, bitte. Und Ausrüstung will ich auch ganz kurz checken. Okay, du bist wieder dahin. Ausrüstung. Inventar, neue Items. Ja. Kampf mit der Rahmen des 15 Schaden von menschlichen Gegnern. Ressourcen zum. Okay. Ja. Nee, sehe ich jetzt irgendwie nicht. Gut. Also, wieder rein hier. Hinsetzen. Abheben. Dankeschön. Weg hier. Oh, ich sollte mal das Schiff bei Zeit nochmal reparieren. Ein weiteres Mal. Das Weltall. Die pechschwarze See. Ah, Feuerprobe ist es jetzt. Ich muss mir überlegen, ach, das ist immer noch das Ganze vom Forschungsposten. Leutnant Torres. Leutnant Torres, wo bist du? Du bist... Das war hier. Ach so. Das war einfach nur das... Ah, okay. Das war einfach nur das Lager da hinten. Komisch, genau so ein Screenshot habe ich aufgenommen. Nutzt dafür teilweise eigene Screenshots für das? Hey, aber da steht jemand. Finally. Aber ein Terminal hat es nach wie vor nicht. Das finde ich gerade ein bisschen doof. Und doch. Mahoney meinte, das Forschungslager wäre sauber. Ach, was würden wir nur ohne dich tun? Höchstwahrscheinlich sterben. Wahrscheinlich in irgendeinem Grab verwesen. Genau. Danke, dass du diese Mission zu einer Priorität gemacht hast. Wir beschützen die Zivilisten und lassen keine Soldaten zurück. Eigentlich war es gar nicht prioritär. Es war ein Versehen, aber ja, gern. Ja. Jeder Sandlatscher tröstet sich mit dem Gedanken, dass sein CO alle Hebel in Bewegung setzt, um ihn zu beschützen. Die meisten Soldaten machen solche Missionen freiwillig. Sie sind stolz darauf. Captain, erzähl uns von deinem Plan. Ich glaube, er ist gut. Die Spacer haben noch nicht angegriffen, aber Männer hinter dem Kamm abgesetzt. Sie dürfen keine Verstärkungen mehr kriegen, sonst überwältigen sie uns. Also müssen wir unsere Schiffe nehmen. So sieht's aus. Aber ich ziehe jeden Helden hier einem Dutzend von denen vor. Da stimme ich zu. Wir können nur standhalten, wenn wir sie von ihren Leuten abschneiden. Die Spacer haben zwei Gruppen. Wenn du sie ausschaltest, sind die Feinde hilflos. Also starte dein schickes Schiff und leg los. Wir haben so viele verloren. Ah, ja, schon wieder. Sag mal, wie viele Spacer hat's denn? Das ist ja... Ja, da kann ich...
Schon wieder eine Weltraumschlacht. Dann darf ich erstmal das Schiff reparieren. Wobei, ich könnte eine Schlacht probieren, wird aber höchstwahrscheinlich nicht funktionieren. So, abheben. Dankeschön. Also, gucken wir mal. Weltkarte. Alter ihr 1, Level 15. Oder? Ja, reisen. Es wird nicht gut gehen. Jo, das war schon mal nicht so geil. Okay, einer down. Ja, aber sie unseren auch. Raufziehen. Ja, wir sind fast am Arsch. Der kann jetzt richtig gut kriegen. Nein, umdrehen. Eventuell haben wir eine kleine Chance. Jo, das hat nicht funktioniert. Damit habe ich irgendwie gerechnet. Das ist jetzt noch schlechter wie beim vorherigen Run. Ja, einer down. Wo ist er? Zur falschen Zeit am falschen Ort. Denke ich mal auch ab und zu. Und wir werden sterben. Aber sowas von. Jo. Okay, wir machen das jetzt so. Ich werde das jetzt hier noch 2-3 Mal probieren. Wenn es nicht funktioniert hat, dann werde ich wegfliegen oder zumindest versuchen wegzufliegen. Sonst muss ich laden, um die da fertig zu machen. Aber ich gebe es euch nicht, dass ihr da jetzt da meine Fails seht. Also, wir sehen uns, wenn ich die besiegt habe. Und dann geht's weiter. Und da bin ich wieder da. Ich habe die zweite Schlacht jetzt auch noch gemacht und es hat, ja, 2 Anläufe gebraucht. Ich habe mal Gott sei Dank ein paar Schiffsteile ergattern können von den Wracks und jetzt sollen wir halt hier wieder landen, weil wir haben sie aufgescheucht. So. Einmal runter. Oh, das kommt mir sehr bekannt vor. Das sind wirklich zum Teil meine Fotos. Jetzt sind die alle wieder hier unten. Diese Schlacht hatten wir doch schon mal. Wo ist eigentlich mein Kollege? Ah, alles doch mal von vorne. Ja, geil.
voll super. Und wenn da keiner da, der mir irgendwie hilft. Okay, sagen wir mal, keiner, der mir sinnvoll hilft, so. Na, komm her. Hallo? Ah, ich hab mich noch ein bisschen bewegen müssen. Ach so, und jetzt wollt ihr von da kommen. Alles klar. Yes! Nice. Was macht der eine Typ da hinten? Du wirst mich garantiert nicht flankieren. Ey, das ist so ein mega Kontrast zu Baldur's Gate, was ich parallel spiele. Ich brauche was mit Visier. Ja, fast. Es ist einfach zu weit weg. Okay, ich weiß nicht. Wer oder was landet da? Sag mal, die haben da Geschütze. Warum werden die nicht genutzt? Komm ich da irgendwie... Ah, von da hinten. Oh, und da wieder... Die ganze Munition wieder einsammeln. Warum ist das... Guten Tag. Ah, und jetzt... Oh, nee. Ja, wisst ihr was? Ich gehe mal da mal nach oben. Just for the time being. Ja, ja, ja. Sehe sie halt nicht. Fuck. Ah, ich mach mal eine Anschläge Scharfschützenbombe. Ah, die Bombe ist einfach nicht geil. Ich würde sagen, wir schießen da einfach mal kurz rein. Und einfach mal Sperrfeuer, ne? Gott sei Dank ist Kollision nicht immer ein Ding. So ein Scheiß.
Boah, wenn das Ballus geht, dann hätte ich vermutlich schon längst verloren. Da bräuchte ich vermutlich ein paar Short Rests. Oh, geil, neuer Level Up. Können wir doch mal auf den geheimen Außenposten mal irgendwo hin. Zu dem komme ich nicht. Mehr. Oh, was? Granate? Von da unten, du kleiner. Oh. Okay. Wir haben es geschafft. Okay, das war jetzt nicht geplant. Na gut, immerhin schneller unten. Hallo? Luden? Jo. Okay, also die Sachen hole ich mir jetzt nochmal schnell. Muss ich nichts kaufen. Oh ja, her damit. Her damit. Nice. Es ist halt schon irgendwo geil, dass man alles looten kann. Credits, her damit. Brauche ich fürs Schiff. Okay, sonst noch ein paar. Habe ich da hinten ein paar erledigt? Nee, sieht nicht so aus. Gut, ich brauche jetzt nicht jeden hier. Aber zumindest die Mehrheit will ich einsammeln, wenn ich es gerade sehe. Ja, ich weiß. Zu viel rumgelaufen. Moin! Also ganz ehrlich. Seite zu kämpfen. Einseitig. Aber ihr müsst echt mal... Hier sind gute Leute. Jeder Tote ist ein Verlust für uns alle. Vermutlich. Aber ihr müsst echt mal an eurer Ausbildung arbeiten. So viele Leute. Das ist der Preis eines Kommandos. Jede Entscheidung führt zu Blut. Kontrafaktisches Denken macht einen nur verrückt. Konzentriere dich auf das Gute, das wir getan haben. Mhm. Das würde ich nicht unbedingt laut sagen. Ach, als ob ihr das allein geschafft hättet. Ich hätte fast schon Lust, Freestar zu schreiben, damit sie dir eine Medaille verleihen. Na, das wäre doch mal was. Die könnte ich direkt neben meinem Verdienstabzeichen tragen. Das eher ich krieg. Du könntest mir ein Kriegsgericht ersparen, wenn du mir nur dankst. Aber vielleicht willst du deine Medaille. Ja, gern. Aber... ja, Credits sind besser. Das klingt doch stark nach einem guten alten Söldner. Eine Medaille kann ich dir zwar nicht verleihen, aber ich habe die Credits, auf die wir uns geeinigt haben. Und Captain, ich... Ernsthaft? Ich weiß nicht, ob ich das alles gemacht hätte, wären unsere Rollen vertauscht gewesen. 1000 für die ganze Arbeit. Aber ich vergesse dich nicht. Du bist jung und hast deine Zukunft noch vor dir. Ein kleiner Rat. Ich wurde schon unzählige Male nicht befördert, weil ich stets meinen Prinzipien gefolgt bin. Es gibt tausende Arten, mit denen die Befehlshaber einem Kompromisse abbringen wollen. Geh sie nicht ein. Deiner Karriere schadet es vielleicht, aber ich blicke mit Stolz auf meinen Dienst zurück. Ja. Wenn man nur auf Statistiken und Karten schaut, verliert man den Menschen aus dem Auge. Ich hoffe, wir stehen uns niemals auf dem Schlachtfeld gegenüber, Captain. Falls es so kommt, erfülle ich meine Pflicht. Nicht, wenn ich es zuerst tue. Soldaten, wird Zeit, Freestar aus dem Weg zu gehen. Ach da, jetzt nochmal 5000. Geht doch. Also dann, viel Spaß hier noch. Wir sollten ja eigentlich noch Kräfte sammeln. Aber hier vielleicht noch eine Leiche irgendwo. Das klingt mir total morbid. Aber eine Leiche noch irgendwo. Ah, hier ist eine. Credits! Her damit. Habe ich die schon? Nee. Ja gut, dann... wäre das mit den Spacern endlich vorbei. Zumindest vorerst. Die werden wir garantiert nochmal sehen. Neue Kraft einsammeln.
mal mit der Hauptmission wieder weitermachen. Cockpit. Ja, dankeschön. Abheben. Dankeschön. Moment, was war das? Was sagst du? Ach so. Okay, Missionen. Ich würde tatsächlich mal mit Hauptmissionen weitermachen. Argos-Extraktor stellt den Betrieb auf Vectra ein. Anders hat man von Barrett nichts mehr gehört. Ich muss erzählen und herausfinden, was geschehen ist. Das Unbekannte, Vladimir sagt, er kann mir in Zukunft helfen, weiter den Tempel aufzuschütteln, wenn ich ein Artif... Okay... Das ist fertig, das ist fertig, das ist fertig. Ist alles fertig. Ist da, kehre nach Vectra zurück. Gut. Raus hier. Das ist hier. Narion? Ah ja, da. Vectra. Einmal hinfliegen, bitte. Hey du, antworte. Kopfgeldjäger. Wie du willst. Feuerfrei. Oh nein, bestimmt nicht. Ciao. Wir stecken in keinem Planeten. Also hat es geklappt. Nee, sag bloß, der ist mir gefolgt. Ach. Halt. Wir sind hier, um ein Kopfgeld zu kassieren. Deins. Ich glaube nicht. Das wirst du bereuen. Das werden wir sehen. So. So, mal kurz abbremsen und versuchen, hinter das Schiff zu kommen. Ist, glaube ich, eine gar nicht mal so schlechte Taktik. So, da den nächsten. Sehr gut. Nee, komm. Okay, dann hätten wir dieses Problem gelöst und wir sollten hier landen. Aber warte, bevor wir das machen, können wir Ressourcen sammeln. Bräuchte ich nämlich. Gerade um die Hülle zu reparieren. Oh, ein bisschen schneller. Dankeschön. Oh, immerhin Credits. Dann haben wir noch den anderen Collision. So, noch ein Punkt für Gravitonantrieb. Bräuchten mal eine Maschine ein bisschen mehr Umf, damit wir mehr zuweisen können. Die sind aber teuer. Credits, geil. Gut. Ich würde gerne landen. Und zwar auf... Da, wo wir schon mal gewesen sind. Wir könnten uns eigentlich auch mal so Raumschifftrümmer ansehen. So als Point of Interest. Das habe ich jetzt schon einige Male auf dem Planeten gesehen. Moment mal. Das ist doch der Ort, wo wir initial gestartet sind, oder nicht? Oder täusche ich mich jetzt da? Ich glaube, das war der Ort. Du bist zurück. Aha.
Ja. Len! Oh nein, fang nicht damit an. Barrett reicht mir schon. Sein Papagei kann mir gestohlen bleiben. Als du weg warst, kamen noch mehr Piraten. Diesmal hatten wir nicht so viel Glück. Calvert, Troy und ein paar neue Dusties haben es nicht geschafft. Ah, schade. Ja. Wir alle wollten da weg. Doch es gab Verletzte. Darum warteten wir auf den Transport. Leider kam er nicht mehr rechtzeitig. Jedenfalls steckte ich mit Barrett hinter ein paar Kisten fest. Mitten im Kugelhagel und Laserfeuer. Kein Grinsen mehr. Er wusste, was die Stunde geschlagen hat. Ich wollte mich in den Kampf stürzen. Doch er legte seine Hand auf meine Schulter und meinte: Bleib hier, Lynn. Ich mach das. Idiot. Plötzlich sind zwei der Piraten tot und den dritten hat er im Schwitzkasten. Er zerrt ihn mit sich, die Waffe am Kopf. Entweder wir reden oder die Schläfe dieses Typen macht Bekanntschaft mit dem dritten Newtonschen Gesetz. Und da kamen sie mit Hella an. Ich hab nicht alles mitgehört, doch nach einer kleinen Ewigkeit hob Barrett die Hände hoch. Die Piraten haben sie beide verschleppt. Seitdem sind sie verschwunden. Und wir dürfen sie suchen. Und eventuell leben sie dann noch. Ja. Für eine Nachricht ist so etwas zu riskant. Zu viel Verantwortung. Du weißt, wie es ist. Die Kunden interessieren bloß Anfang und Ende des Einsatzes. Den Rest übernehmen wir. Ja, machen wir das mal. Wo sie hingesprungen sind. Immerhin alte ich Kollegen. Ich wollte das Schiff im Com-Gebäude kontaktieren. Doch die Piraten hatten da ganze Arbeit geleistet. Der Versuch ist es wert. Aber die Chancen, dass du sie lebend findest, sind... Ich habe diesmal viele Leute verloren, Dusty. Ich will nur noch weg. Ja, so wie du willst, flieg mit uns mit. Wir haben noch Platz. Na gut, versuchen wir es mal. Die beiden finden wir. Wir haben da. Achso, das war eh nur für das. Okay, dachte, das wäre mehr. Okay, nochmal. Kann ich Sachen mitnehmen? Oder ist es dann. Ich könnte Sachen mitnehmen. Nö, brauche ich nicht. Schau mal ganz kurz hier rein. Experte, das kann ich schon wieder vergessen. Oh, was ist das? Kontrollraumschlüssel. Ah ja, das nehmen wir mit. Just in case. Interessante Sessel. Energiezelle. Machen wir es mal rein. Wo soll ich eine Energiezelle herkriegen? Die Tür. Energiezelle. Haben wir hier irgendwie was? Nee. Ah, warte mal. Tür. Ja, das sieht jetzt nicht energiezellenmäßig aus hier. Nee. Auch nichts für uns. Ah, der Spaßraum. Die Dusche können wir nicht aktivieren. Ah, schade. Ne, immer nicht mit. Einmal auf die andere Seite. Na komm.
Splittermine. Ja, gerne. Wo kriege ich die Energiezellen her? Nicht von hier, nicht von hier, nicht von hier. Energiezellen. Kühlmittel. Ah, Notenergiezelle. Wie das? Okay, also die sind doch hier irgendwo. Messgerät, nein. Yeah, Suchaktion, Outfit. Nein, brauchen wir nicht. Kühlmittel auch nicht. Werkbank, nein. Ja, ist auch nichts. Ihr könnt wetten, im Tresor ist irgendetwas. Oh, noch eine Energiezelle. Sonst hier nichts mehr. Einmal da rein hier bitte. Nummer 3. Hier ist nichts. Okay, ich würde mal sagen, ich mache mal einen kleinen Cut. Und wenn ich die dritte habe, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Okay, ich hatte so einen kleinen Hirnfurz-Moment. Ich habe mich gefragt, wie man da reinkommt, ne? Die Tür ist da. Und ich bin auch mit zwei Energiezielen reingekommen. Und dann hatte ich hier die Option, nach Energiezellen zu suchen. Und da haben hier ganz einen Haufen Punkte aufgeleuchtet. Und ich musste dann rausgehen und eins dieser Roboterfahrzeuge, oder was auch immer das ist da draußen, war eine Energiezelle drin. Habe ich jetzt reingetan. Und jetzt soll man nach Hinweisen suchen. Also, gucken wir mal. So. Notübertragung. Den Scheiß reingeraten. Sei mal still. Ich versuche den Graf-Sprungpunkt zu berechnen, bevor wir außer Reichweite sind. Außer Reichweite von was? Von dem Sensoren-Array of Vectera. Denk doch mal mit. Sobald wir aus dem Sternsystem sind, sinkt die Bandbreite von sofort auf quasi nie. Was hilft es denn, eine Nachricht darunter zu schicken? Willst du Lynn etwa sagen, wie übel es für uns aussieht? Sie hat ja nicht mal ein Schiff. Du unterschätzt, wie viele Bewunderer ich in der Galaxie habe, Heller. Irgendeiner davon wird schon auftauchen, um ein hübsches Gesicht wiederzusehen. Wir sind verloren. So richtig verloren. Ich hab's. Okay. Wer das auch findet, ich hänge die interstellaren Koordinaten an die Metadaten der Übertragung an. Rettet uns. Ich wiederhole, rettet uns. Ja, wir werden es versuchen. Ansonsten, Constellation Schiff im Anflug, Alarm, unbekanntes Schiff, beraten. Constellation Schiff im Anflug. Okay, das heißt, wir müssen jetzt wohin? Ich kehre zu Lynn zurück. Ja, dann quatsch mal mit ihr mal und sag ihr das. So, einmal den hier. Lynn! Warte mal. Gleich Lynn. Lynn! Wir hätten da ein paar News für dich. Bekommst du den Computer wieder zum Laufen? Ja, das war nicht sonderlich schwer. Was? Zeig mal her. Witzig. Obwohl er noch lebt, will ich ihn nie wiedersehen. Heller dagegen? Okay, ich schick dir die Koordinaten von der Übertragung. Du findest sie, okay? Ja... Gab's jetzt hier Besseres zu tun? Es stimmt, ich will nicht, dass meine Leute zu Schaden kommen. Nicht mal Barrett und Heller. Aber bitte, schenk mir jetzt keine Plüschtiere oder sowas.
Genau, deswegen würde ich es jetzt tun. Und hey, falls ihr je Hilfe braucht, bin ich gegenüber einer neuen Tätigkeit nicht abgeneigt. Vielleicht sollte ich Argos Adieu sagen. Also, warte mal, ist er doch mitkommen? Du scheinst gut beschäftigt zu sein, Dusty. Wenn du eine kompetente Reisegefährtin brauchst, sollten wir uns unterhalten. Mein Vertrag bei Argos läuft aus und ein Tapetenwechsel wäre nett. Ja, komm doch mit. Ist okay für mich. Ich mache jede Arbeit. Sag mir nur, wo du mich brauchst. Ah, Krykon. Okay. Schiff, Schiff, Schiff. Krykon nicht. Keine Aufträge für Vorarbeiterin Lynn. Nicht zugewiesen. Vesco, Andrea. Brauchen wir was Größeres hier? Kann ich dich da nicht irgendwie. Oder mal eh zuweisen? Nee, kann ich abziehen? Riesiger Fan, bestätigen. Zuweisen. Frontier. Abbrechen. Frontier, Frontier. Sam Coe ist nicht zugewiesen, nicht zugewiesen. Ja, ich glaube, das passt erstmal. Okay, ich mach mich an die Arbeit. Wir reden später. Ja, bis später. Ich nehme dich dann auch mal mit als Begleiter. Bist vermutlich ein bisschen besser als der Roboter. Okay, gut. Nachdem wir an der Zeit sind, würde ich sagen, belassen wir es erstmal hier. Und sehen uns dann in der nächsten Episode, wenn wir dann die beiden retten. Hoffentlich schafft man das auch, dass sie auch lebendig da wieder rauskommen, wo auch immer sie sind. Aber es wird halt wieder ein Feuergefecht. Man schießt ja ziemlich viel, aber das ist irgendwie Fallout-typisch. Ich wünschte nur, die Dialoge werden irgendwo besser in Starfield. Aber abgesehen davon, macht schon Spaß. Wenn es euch auch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und dann bis bald hier im Weltall. Ciao! Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.